Zwar bemühen sich die Beteiligten, Optimismus zu verbreiten, aber offenbar ist die SPD immer noch sauer, dass immer wieder Zwischenergebnisse weitergegeben werden. Juso-Chef Kühnert meldete sich im Spiegel zu Wort. Er sei optimistisch, auf dem SPD-Parteitag am 21. Januar die Große Koalition noch zu verhindern. Über den 4. von 5 Sondierungstagen berichtet Isabel Schäfers. Ja, Thomas Walde in Berlin. Wie weit sind Union und SPD jetzt? Und während Union und SPD sondieren, regieren sie ja auch noch miteinander, zumindest geschäftsführend. Das Kabinett beriet heute über das Elterngeld Plus, das immer beliebter wird. Seit der Einführung vor 2 Jahren hat sich die Zahl der Antragsteller fast verdoppelt. 2015 waren es 13,8%. Ende 2017 kletterte die Zahl auf 28%. Interessanterweise zeigen sich besonders Verbringen, als sie das sonst getan hätten. Das Elterngeld Plus können Mütter und Väter beantragen, die in Teilzeit in ihre Jobs zurückkehren. Es liegt zwischen 150 und 900 Euro pro Monat. Das ist weniger als das Basiselterngeld, kann aber länger bezogen werden. Die Vogelgrippe kennen wir mittlerweile, weil sie immer wieder Geflügel heimsucht und vernichtet. Nun ist eine neue Tierseuche auf dem Vormarsch, die afrikanische Schweinepest. Ein Virus, das Wild- und Hausschweine befällt und schon seit Jahren auch in Russland und Osteuropa vorkommt. Jetzt, so die Befürchtung, könne es nach Deutschland gelangen. Für den Menschen ist es nicht ansteckend, aber Landwirte befürchten gewaltige Schäden, denn es gibt keinen Impfstoff oder Medikamente dagegen. Und die Krankheit verläuft in mehr als 90% der Fälle tödlich für die Tiere. Wilhelm Tacke und Florian Kotschek berichten. In den USA begann vor Monaten auch die MeToo-Bewegung. Schauspielerinnen beschuldigten den Hollywood-Mogul Harvey Weinstein, sie vergewaltigt oder belästigt zu haben. Sie lösten einen Aufschrei aus, denn Weinstein ist beileibe kein Einzelfall. Weltweit meldeten sich Tausende und berichteten von sexuellem Missbrauch. Aus Frankreich kommen nun aber auch Stimmen, denen der Protest zu weit geht. 100 Frauen, darunter Filmstar Catherine Deneuve, warnen vor Denunziation und dem Verlust der sexuellen Freiheit. Theo Koll berichtet. Gerade erst wüteten in Kalifornien die schlimmsten Waldbrände in der jüngeren Geschichte der USA. Jetzt wird die Region um Los Angeles wieder heimgesucht von gewaltigen Schlammlawinen. Mindestens 15 Menschen kamen ums Leben. Die Zahl könnte steigen. Denn die Einsatzkräfte suchen in den Erdmassen und Haustrümmern noch nach mehr als 20 Vermissten. Heike Slansky berichtet. Lawinen auch in den Alpen, hier als Schnee und das in rauen Mengen. Im Luxus-Skiort Zermatt saßen Tausende 2 Tage lang weitgehend fest. Einziges Verkehrsmittel dorthin ist die Bahn. Seit 2 Stunden nun fährt sie wieder. Zuvor hatten Schneemassen die Gleise blockiert. Damit endet eine Abgeschiedenheit, aus der die Betroffenen offenbar das Beste zu machen wussten, wie Ralf Schipanski zeigt. Absolut. Herrlicher Schlusssatz. Absolut. Ja, fehlen noch die zwei Jungen. Fehlen noch die Zahlen vom Mittwochslotto. Wenig Spaß macht das Wetter, der Sonnenschein macht sich rar und im Norden soll es auch noch regnen. Die Details hat gleich Gunther Thiersch. Das Heute-Journal nach Tarnbach um 21.50 Uhr mit Marietta Slomka. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Interesse und wünschen noch einen unbeschwerten Abend. Bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen.